Der Zugang zu Weiterbildung muss nicht teurer werden, sondern einfacher. Und wie das gelingen kann, dafür haben wir Ihnen heute ein konkretes Konzept vorgelegt. Zwei Bausteine davon möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Erstens, Weiterbildung muss man sich leisten können, unabhängig vom eigenen Geldbeutel. Deshalb fordern wir ein persönliches Freiraumkonto, auf dem alle Bürger jeweils unbürokratisch eigenes Einkommen, Boni oder Überstunden einzahlen können und das so angesammelte Bildungsguthaben dann mit entsprechenden Steuervorteilen für Bildungskurse, für Prüfungen, für Bildungsberatung und auch entsprechende Bildungsauszeiten nutzen können. Vom E-Learning-Kurs in der Straßenbahn bis zum mehrmonatigen Vollzeitstudium ist somit alles möglich. Und vor allem Geringqualifizierte schrecken leider bisher vor Weiterbildung allzu oft zurück, meist aus finanziellen Gründen. Und das wollen wir ändern. Deshalb schlagen wir ein Midlife-BAföG vor, das Geringverdienern bis zu 1.000 Euro im Jahr als Bildungsguthaben auf dieses Bildungskonto einzahlt. Und das BAföG hat ja seinerzeit in den 70er Jahren ganzen Generationen die Türen in die Hochschulen geöffnet und so neue Aufstiegschancen geschaffen. Und genau das wollen wir nun im 21. Jahrhundert für die Weiterbildung wiederholen. Zweitens, schaffen wir mehr Transparenz im Weiterbildungsdschungel. Die Suche nach dem passenden Bildungsangebot muss so einfach sein wie das Bestellen im Online-Shop. Deshalb schlagen wir vor, eine digitale Bildungsarena als erste Anlaufstelle mit einer guten Übersicht über sämtliche Bildungsangebote online wie offline, mit passgenauen individuellen Empfehlungen für die nächsten Bildungsschritte, einer automatischen Verrechnung mit dem persönlichen Freiraumkonto und einer direkten Zertifizierung bereits erworbener Kompetenzen.